Mein Ultimate Balance Overhaul ist in erster Linie für den Multiplayer konzipiert, aber trotzdem will ich seit längerer Zeit einen Blick darauf werfen, wie er bestimmte Singleplayer-Missionen beeinflusst. Unser erstes Testsubjekt ist die 6. Mission der Hauptkampagne, Alles was glitzert, intern auch Dark 6 genannt. Diese Mission ist berüchtigt dafür, die mit Abstand schwerste der 29 Originalmissionen zu sein, auch wenn es ein paar Herausforderer gibt. Wir müssen uns als Maya jeweils einer Wikinger- und einer Römer-Siedlung stellen, die regelmäßig Angriffswellen zu uns schicken. Die ersten Angriffe abzuwehren ist dabei nicht mal das Problem, allerdings sind unsere eigenen Bodenschätze derart dürftig, dass wir unsere Produktion schnell nicht mehr aufrechterhalten können und unsere Soldaten zermürbt werden. Schauen wir mal, was Uber-Version Alpha 292 daran ändern kann. Nun sollte man festhalten, dass die KI stellenweise durchaus von Uber profitiert. Zum einen, wenn sie mit Spezialeinheiten startet, die bereits Buffs erhalten haben, auch wenn es dazu noch kein eigenes Video gibt, weil Hauptmänner noch fehlen. Zum anderen profitiert die KI auch von der verstärkten Kampfmagie, von der sie ja bei Gelegenheit auch großzügigen Gebrauch macht. Die Buffs an den Eco-Zaubern begünstigen dafür allerdings nur den Spieler, da die KI sie nicht einsetzt. Schauen wir mal, wie es läuft. Der Anfang der Mission verläuft wie gewohnt zäh, aber sobald die Magie ins Rollen kommt, wird der Unterschied erkennbar. Magie ist ohnehin schon eine beliebte Strategie für diese Mission, da sie einem kaum eine andere Wahl lässt. Und ich bin überzeugt, dass es auch genauso von Blue Byte vorgesehen war, da wir immerhin eine relativ üppige Wüste sowie einen kleinen Tempel zum Start bekommen. Nur sind Geschenke allein natürlich sehr zufallsbedingt und Umwandlung ist in Vanilla nicht wettbewerbsfähig. Mit Ubo können wir aber besser verhindern, dass uns die Steine ausgehen und haben gleichzeitig einen potenziell unbegrenzten Vorrat an Gold. Falls wir zeitweise auf Level 1 Soldaten zurückgreifen müssen, können wir diese nun auch etwas besser im Nachhinein befördern, wobei das dieses Mal nicht wirklich erforderlich war. Das bedeutet auch, dass wir unsere Kohle am Anfang komplett dafür verwenden können, die Eisenwaren aus dem Schiffswrack und aus den Geschenken zu weiteren Waffen zu verarbeiten. Alles andere ist auch erstmal zu teuer, bis wir Brot haben. Außerdem können wir jetzt auch mit Blasrohrschützen arbeiten, die nun ziemlich gut gegen Nahkämpfer abschneiden. Theoretisch könnten wir also auch Blasrohrschützen mit Schützenstrafen kombinieren. Dazu kommt auch noch, dass die gebufften Blasrohrschützen sehr gut mit Dieben kombiniert werden können, um Schwertkämpfer abzumetzeln. Das Terrain an den Übergängen eignet sich gerade beim Wikinger hervorragend dazu. Zugegebenermaßen hängt in dieser Mission immer viel von Glück ab, da es so gut wie kein Skript gibt. Wann, wie oft und in welchem Abstand die KI angreift, ist nicht vorhersehbar. In diesem Run haben die Römer und Wikinger auch nie wirklich gemeinsam angegriffen. Aber die Abwärtsspirale, in die man nach den ersten Angriffen traditionell geriet, trifft so nicht mehr ein. Die Wüste weitgehend vollzubauen ist natürlich Pflicht, aber wenn man das nicht verschläft, ist die Mission nun auf eine sinnvolle Weise machbar. Man hat nun als Spieler wirklich die Möglichkeit, seine Strategie anzupassen. Wenn man es so betrachtet, ist diese Mission eigentlich brillant. Die ersten 5 Missionen der Hauptkampagne konfrontieren uns immer mit etwas Neuem oder bringen uns etwas Neues bei. Mission 1 zeigt uns zum ersten Mal das dunkle Land, Mission 2 lässt uns das erste Mal dem dunklen Volk gegenübertreten, Mission 3 demonstriert dunkle Gärtner, Mission 4 unterstreicht nochmal die Notwendigkeit, Pilzfarmen zu zerstören und theoretisch auch, dass man dem dunklen Volk früh Einhalt gebieten sollte. Und Mission 5 führt die von allen Siedlerspielern heißgeliebten Schamanen ein. Wäre Mana auch in Vanilla auf oder nah an Ubo-Niveau, hätte Mission 6 dem Spieler eine weitere wichtige Lektion erteilen können, dass man manchmal mit dem Standardaufbau nicht weiterkommen wird. Das hier wäre der Punkt gewesen, an dem man sich, wenn man es nicht schon getan hat, gezielt mit Magie vertraut machen muss. Die 3. Mission der Maya-Kampagne tut das auch schon in einem geringeren Ausmaß, aber spätestens hier wäre man eben nicht mehr ohne weitergekommen. Insofern glaube ich, dass diese Mission mit Ubo wesentlich besser wird. Was meint ihr? Gibt es noch andere Missionen, vor denen ihr meint, dass Ubo sie deutlich beeinflusst? Lasst es mich gern wissen, vielleicht werfe ich mal einen genaueren Blick darauf.